Frau Postel, in NRW werden aktuell Pflegende zu ihrer Meinung in Sachen Pflegekammer befragt. Sie selbst haben die erste Pflegekammer in Rheinland-Pfalz mit aufgebaut und sind dort seit 2016 ja Vizepräsidentin. Und es gibt aber immer noch viele kritische Stimmen zu dieser Form der Selbstverwaltung. Was halten Sie diesen Kritikern entgegen? Es ist natürlich sehr spannend für mich, weil ich ja selber eigentlich aus NRW komme. Ich habe früher auch in NRW gearbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin und bin ja dann nach Rheinland-Pfalz gegangen sozusagen und bin natürlich da jetzt auch, weil mein Dienstsitz in Rheinland-Pfalz ist, Pflichtmitglied der Pflegekammer Rheinland-Pfalz. Ich kenne also durchaus beide Welten. Was ich zum einen natürlich auch zu den Kritikern sage, die muss man aber auch sagen, und ich mache im Moment viele Veranstaltungen in NRW, weniger werden. Ja? Was ich denen auf alle Fälle sage, ist, dass sie mir sehr gerne eine Alternative erstmal benennen können zu der Überlegung, wie wir Willensbildung in Deutschland wirklich aufbauen wollen für die Pflege, wie wir dafür sorgen wollen, dass unsere Stimme auch gehört wird in Landtagen und im Bundestag, wenn wir uns nicht in Selbstverwaltung hineinbegeben in Form einer Körperschaft des Öffentlichen. Rechtes. Die bisherigen Strukturen, die dazu vorliegen, sind einfach ganz andere in diesem Kontext des Gesundheitswesens für die Pflege als beispielsweise für andere Heilberufe wie beispielsweise die Medizin. Und was würden Sie sagen, haben Sie in Rheinland-Pfalz bisher für die Pflegenden erreicht, was ohne die Kammer nicht möglich gewesen wäre? Es ist vielleicht ein bisschen früh, aber... Ja, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, man darf keine Heilsversprechen abgeben und die Pflegekammer ist ein Baustein, der mitwirkt an ganz vielen Stellen. Ich habe auch vorhin schon einmal ein Beispiel genannt, nämlich beispielsweise den Landeskrankenhausplanungsausschuss. Also sprich, wir haben Gremien in Rheinland-Pfalz, die über Jahre über Gesundheit und Pflege entschieden haben im Land, wo Pflege eigentlich immer die Rolle hatte, dass man sie angehört hat, sicherlich gut in Rheinland-Pfalz, immer darauf auch ein Stück weit geachtet, aber es ging trotzdem teilweise unter. Und wir hatten ja auch nie den Oberbau in Berufsverbänden beispielsweise. Jetzt können wir sagen, wir haben die Möglichkeit, Stellungnahmen gut vorzubereiten und natürlich auch wirklich in diese Meinungsbildung und in den Dialog mit den Politikern einzubringen. Kein Bett in Rheinland-Pfalz wird geschlossen oder geöffnet im Landeskrankenhausplanungsausschuss, ohne dass die Pflege mit am Tisch sitzt und ein Stimmrecht hat beispielsweise. Das heißt, wir sind politisch aktiv. Das andere ist, wir haben eine, das muss man einfach sagen, und Rheinland-Pfalz ist sicher ein pflegeaffines Land schon immer gewesen, sonst hätten wir ja die Kammer gar nicht gründen können. Aber trotzdem hatten wir doch ein Weiterbildungsgesetz, was auch schon etwas in die Jahre gekommen war. Das konnten wir ersetzen. Wir haben es außer Kraft gesetzt und durch eine Weiterbildungsordnung des Landes, der Kammer in Kraft gesetzt beispielsweise. Ja. Und wir haben auch, was die Unterstützung angeht, eine große Resonanz bei den Pflegenden. Wir haben viele, viele Anrufe in der Kammer, was berufsrechtliche und fachliche Fragestellungen angeht. Viele rufen auch mit ganz anderen Fragen an, wo wir sie an andere Institutionen verweisen müssen, gar keine Frage. Das sind im Durchschnitt 1.500 Anrufe im Monat, in Hochzeiten 4.500 in der Woche. Also hier rufen uns Kolleginnen und Kollegen an, haben Fragen und die beantworten wir und unterstützen ganz konkret. Das ist teilweise auch wirklich Hilfe zur Selbsthilfe, weil wir schon auch natürlich immer wieder darauf verweisen, was gibt es schon. Wir feiern heute 40 Jahre Fortbildung für Pflegende. Wenn Sie jetzt mal einen Blick 40 Jahre in die Zukunft richten müssen, was würden Sie sich für die Pflege wünschen? Gerade natürlich im Hinblick auf Kammer und Organisation. Ja, das ist schon spannend. Wir haben ja vorhin auch einen Vortrag darüber gehört, was in den letzten 40 Jahren passiert ist. Und einerseits muss man doch auch mal ganz ehrlich sagen, doch, es hat sich was getan. Aber manchmal guckt man doch auch in die Landschaft und denkt, naja, es hat sich auch an manchen Stellen gar nicht viel getan. Und ich glaube, dieses, dass sich gar nicht viel getan hat und dass seit meiner Ausbildung in den 90ern wir immer noch Situationen haben, wo wir, wie gesagt, pflegende Schränkchen auswaschen. Ne? Und dass wir jetzt wieder in der Diskussion sind, was sind überhaupt Pflegetätigkeiten, was ist eine pflegerische Fachleistung und Ähnliches. Das ist schon traurig, dass wir an dieser Stelle sind. Und das ist genau, also genau das können wir mit dem Baustein der Kammern wirklich in den Griff bekommen. Und dann hoffe ich, dass wir uns so entwickeln, wie es in den USA beispielsweise gelaufen ist mit der Gründung der Kammer. Das heißt, eine selbstbewusstere Pflege, die selbstständig, viel selbstständiger unterwegs ist und viel klarer auch in der gesellschaftlichen Anerkennung dasteht und wahrgenommen wird. Das hoffe ich. Frau Postel, vielen Dank. Ich danke Ihnen.